Willkommen zur nächsten Folge im Neta. Ja. Maximale Neta-Action. Oh, oh, oh. Genau. Hier sind. Das war das, was geleuchtet hat. Das brenne. Grasblöcke, mal gucken. Aber wir können die nicht mitnehmen, das ist normaler Dirt, den wir bekommen. Ah, oh, schade. Aber irgendwie. Nee, das ist Dirt 3 Doppelpunkt 1. Der wird nicht gesackt mit dem normalen Dirt, aber wenn man drüber läuft, dann brennt man. Stimmt. Habe ich gerade festgestellt. So, das normale, die normale Erde ist Erde 3 und das, was wir hier jetzt finden, ist Erde 3 zu 1. Was auch immer das mir jetzt sagen soll. Ja. Die Ascheblöcke nehme ich mal mit. Die sehen irgendwie ganz cool aus. Mhm. Ich suche weiter Glowstone. Ich halt Asche raus. Nein! Eine Blöcke. Ach so. Ja. Ah, okay. Mann, hier sehe ich aber auch nicht so gut. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verlaufen. Ja, ich wollte gerade zu dir gehen. Aber ich glaube, ich sehe dich schon nicht mehr. Hinter dir, links von dir. Das andere links. Also das richtige links. Ach da, ja. Na, Herr Schweinemann, was geht ab? Ja, wir dürfen uns nicht verlaufen. Das ist, ach, das ist sehr wichtig. Brennen wir ja gerade mal einen ab. Wir müssen uns da hinten das Ding merken, wo wir runtergekommen sind, dieser fette Bär. Ja, dieser Erdklotz, der da runter geht, die Treppe. Das ist, denke ich, kann man ganz gut wiederfinden. Scheiße. Was meinst du, wie weit man in dem See mit einem Wassereimer kommt? Nicht sehr weit. Würde ich mal vermuten. Neta-Quarz nehme ich mit. Wofür braucht man nochmal Neta-Quarz? Meinst du echt? Du fragst an mich, ja? Ja. Oh, da ist noch ein Glowstone. Was denn? Ja, das siehst du von hier nicht richtig. Da ist oben links, an dem Feuer links was davon. Aber das bewegt sich nicht. Das ist irgendwas Festes, glaube ich. Meinst du diese Knochendinger? Das ist, ja, das kann sein, dass es Knochen ist. Nee, das ist nur ein Teil davon. Wenn du von meiner Richtung guckst, geradeaus genau. Neben dem Feuer links. Auf dem. Also hinter, ach so, dem, hinter dem Schatten von dem Gegner. Typ da. Ich würde dann mal gucken, was das ist. Wenn du es auch nicht weißt, gehe ich jetzt gucken. Oh, und hier unten ist Glowstone, das muss ich mir merken. Ja, da unten ist Glowstone, da oben ist auch Glowstone. Ja, der da oben, ach, den habe ich auch schon gesehen, dachte mir, hm. Neta-Quarz-Erz, was ist das denn? Das ist der Neta-Quarz. Ach ja, das hast du auch gerade gefragt, ne? Hau das mal kurz ab. Ja. Nehmen dann einfach mal mit. Nehmen ja, was ich finde. Schaden kann es ja bestimmt nicht. Was wir haben, das haben wir. Eben. Ich glaube, das ist dieser hässliche Geist, der diese Geräusche macht. Ach. Bei mir summt's irgendwie, bei dir auch? Nee. Mir hat nur gerade so ein Schweinemann übelst ins Ohr gerührt. Wo kommen wir denn hier lang? Also was ist das? Grabstein, ach was. Das ist ein Grabstein? Ja. Habe ich jetzt mal mitgenommen. Ja. Was mit diesen Segmenten, Medium-Bone-Segment, da brauchst du, bekommen wir Knochen mehr. Ah ja, super. Naja, dann haben wir wenigstens noch Peaceful Knochen. Ja, wir haben sowieso noch mehr als genug, okay, wegen den ganzen Fossilien, die wir gefunden haben. Wir haben Fossilien gefunden? Ja, im Gestein. Hm, ich habe jetzt noch irgendwie 10 Knochenmehl dabei, glaube ich. Habe ich immer dabei. Echt? Wegen Bäumen. Ja, ja, bevor ich dem letzten Jahr die Bäume gepflanzt habe. Boah, wo ist der blöde Sack? Ach, der ist da unten. Boah, das ist so ein kleiner Wichser. Das ist alles Grabstein, wo bei mir Lex hat. Nee, der Geist hat mich doch noch nicht gesehen. Nee, das, was hier runterhängt, sind doch keine Grabsteine. Nee, ich dachte, das, was da steht, meinst du? Ja, das habe ich abgebaut jetzt, das, was hier oben war. Scheiße. Hier unten stehen auch noch 2 von denen. Na gut, die sind höchstens dekorativ, glaube ich. Kann man das Knochenzeug auch abbauen? Ja, da kriegst du Knochenmehl. Ach, okay. Ach, der Geist ist da im Wasser unterwegs. Ach, im Wasser, in der Lage. Ach, wie witzig, stimmt. Der macht auch die ganze Zeit diese Ja, da sind noch Räuchchen. Mehr Geister rechts. Um den Berg rum. Ah.
Aber den musst du echt aufpassen, die sind richtig böse. Naja, die explodiert. Wenn da was explodiert, dann reißt sie den Boden unter den Füßen weg. Ja, ich finde aber auch das Feuerschießen nicht gerade viel angenehmer. Ups. Da kribbelt's bei mir echt in den Füßen, wenn ich hier so nah an der Lava stehe. Der Abgrund so tief ist. Oh, da oben kommt wieder so ein dreckiger Geist. Nein. Der explodiert hier ganz böse rum gerade. Und ich komme nicht hier weg. Ich komme nicht hier weg. Ich darf nur nicht meine Treppe kaputt machen. Meine Treppe. Ich wollte doch nur den Glowstone holen, du hässliches Vieh. Der ist wieder hoch. Oh, da bin ich aber gerade fies ins Feuer abgerutscht. Was ist das denn? Ich muss mal auch wieder hoch. Der hat mich voll abgeschossen, der Sack. Ich habe nur noch 2 Herzen, ich muss mal ganz schnell hier weg. Ein bisschen was essen. Herzen habe ich noch voll. Geh's noch mal zu unserem Portal. Ich hoffe, der macht unsere Treppe nicht kaputt, bevor ich oben bin. Ja, ein bisschen hat er kaputt gemacht, habe ich schon repariert. Ah, ich bin da. Ah, ich bin hier da. Ist unser Portal auch. Ist wieder ein bisschen Ritterquarz. Oh. Würde nur gern ein bisschen mehr Glowstone noch mitnehmen. So 2 Sticks wären schon gut. Ja. Ich habe 42 Glowstone und Sulfur. Ach, guck mal. Das sieht aus wie Glowstone. Ich kenne Sulfurast aus WoW damals. Was ist das? Dreh dich mal um. Was ist das, was hier hüpft? Ein Feind. Ja, geh mal weg, nicht, dass er dich jetzt killt. Oh. Ja, komm, Doggy. Oh, Doggy. Wir wissen, was der und lootet. Der soll nicht runterfallen. Oh, der lootet mehrere kleine. Der teilt sich auf, ja. Ab 9 Uhr wird zurückgeschisselt. Okay, der bringt gar nichts. Ja, ich merk's. Wow! Also Sulfur kriegst du, wenn du hier manchmal von diesen Nether-Rex-Dingern was abbaust. Dann wird das manchmal so ein bisschen gedroppt, glaube ich. War vorhin zumindest so. Als ich Quarz abgebaut habe. Also ich kenne Sulfuras, die Hand von Ragnaros. Das ist aus WoW eine Waffe von einem Boss. Super. Da hört's dann halt auch auf mit Sulfuras. Ja, das ist halt, Sulfur ist bestimmt halt irgendwas mit Feuer. Das kann schon sein. Ja, hier auch irgendwo. Guck mal. Das war auch ein Feuerelementar. Hm? Das sind, da kommen die Bienen. Das ist ein riesiger Hive, also ein riesiger... Ein Schwarm, also ein Nest. Ja. Ja. Aber die tun voll weh. Au. Die ist gerade weggeportet. Bienenstockblock. Ne? In unseren. Die ist jetzt in unserem Lagerhaus. Ey, ich check das gerade mal. Ob das wirklich so ist. Siehst du, so passiert das mit den Spinnen, die nach Europa kommen aus Afrika und so. Also, ich höre sie auf jeden Fall summen. Ja, die ist bei uns jetzt. Ja, geil. Wir müssen es auf jeden Fall zubauen, unser Ding. Ich habe sie kaputt gemacht. Sonst haben wir da auf einmal richtig viel Besuch. Immer so random. Wow. Oh, wow, die hat mich fast runtergekickt, die blöde Sau. Ah, weil ich den Bienenstock angegriffen habe. Sind jetzt bestimmt pissig. Oh, die machen echt böse Schaden, du. Die Bienen? Ich will nur nicht sterben. Ja, ich will nur nicht sterben. Könnt ihr. Oh, das sind ja richtig viele. Das sind ja richtig viele. Oh. Nein. Wurde es von einer Wespe geslain? Ja. Ich bin ja direkt am Portal. Ist ja nicht so schlimm. Aber trotzdem. Die waren auf einmal en masse da. Bestimmt, weil ich den Bienenstock kaputt gemacht habe, ein bisschen. Vielleicht nehme ich jetzt wieder die eine oder andere Witze. Oh, die ist wieder hier drin. Hier ist wieder eine drin bei uns. Ich glaube, ich meine das schon. Ah, die killt mich hier. Töte es. Oh. Ich muss jetzt mal ganz schnell an meine Sachen. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal da raus. Ich sortiere gerade mal die Sachen ein, die ich gefunden habe. Ja, ich kann ohne dich aber nicht rein. Ohne Support bin ich ja, direkt tot. Ja, das Ding ist, da sind auch direkt die Wespen. Deswegen, ich sortiere erstmal ein und dann gehen wir, ne? Ja. Boah, dann wird das wieder eine kleine Challenge jetzt. Oh. Wir sind ja quasi direkt an einem Wespenspawner jetzt, ne? Ja, wir sollten uns noch ein anderes Lager aufschlagen, beziehungsweise halt den vielleicht irgendwie, wenn wir es schaffen würden, komplett abbauen. Hahaha, genau. Was meinst du, wie viele da rauskommen, du Jeck? Ich habe gerade 2 Blöcke weggemacht und hatte 6 Wespen hinter mir. Ja.
Ja, ist eine gute Quote, ne? Super. Dann habe ich noch 3 von denen. Noch ein Mehl. Ab jetzt habe ich. Jo. Okay. Dann gehen wir mal wieder rein. Alles klar. Mein Security. Oje, oje. So, wo ist mein Leiche? Wo ist mein Stuff? Ich war doch hier am Portal in der Nähe, oder? Wo war ich? Müsstest du kein Kreuzstrahl sehen? Kreuz? Nein. Oh, ich höre was. Hilfe! Hilfe! Ich hab doch nichts, um mich zu wehren. Also, ich bin auf dem Weg. Ah, die verbrennt. Die verbrennt, die blöde Sau. Hinter dir ist auch was. Oh Gott. Ich muss nur meine fucking Sachen wieder haben. Wo bin ich denn jetzt gestorben? Kann ja nicht so weit weg gewesen sein. Du bist ja noch durchs Portal. Ah, nee, gar nicht. Hier ist dein Kreuz, hier. Ach, hier ist mein Kreuz. Ja, ja, ja. Das sieht man hier in dem ganzen Trubel gar nicht. Den Feuer mal ausmachen hier. Das ist sehr nett von dir. Lieber eine Fackel hinstellen. So. Ich baue noch kurz das Kreuz ab, um alle schlechten Erinnerungen wegzuholen. Wir wissen ja mittlerweile, wie es geht, wir Trottel. Ja, ja. Kann die abbauen. Die müssen da nicht hat für immer auch keiner stehen. Mal für nötig. Hätte auch mal jemand hat sagen keiner können. Für nötig gehalten, das zu sagen, ne? Ja, genau. Ja. Echt wie so, oh nein, ewig Kreuze überall. Ja. Danke für die Info. Ja, echt. So, ansonsten erfülle ich hier jetzt mal gerade nichts Neues. Nee. Ich hätte aber immer noch gern ein bisschen Glowstone, verdammt. Örknolle, was ist denn eine Örknolle? Das ist nicht der. Geh ich mal mit. Der Augenbaum? Ja, ja. Von dem habe ich schon mal gehört. Der Lavafall, ne? Er sieht geil aus, oder? Ich würde da gern mit einem Boot runter. Ja, das Boot wird verbrennen. Ja, vielleicht ja ein Carbonboot oder so. Okay, ich mache hier mal den Weg mit Fackel. Ich höre wieder einen Geist. Oh nein, oh scheiße, ich brenne wieder. Oben sind wieder diese scheiß brennenden Grasblöcke. Ah ja. Da hinten ist Glowstone. Vielleicht ist er erreichbar. Aber da in der Richtung ist glaube ich auch der Geist. Von da höre ich zumindest was. Ach. Ja, egal. Gehen wir mal gucken. Mehr als sterben können wir ja nicht. Guck mal, hier ist auch wieder so ein Hive. Ja. Ah ja. Hä, was ist das denn da unten? Das ist ja Erde. Also da wachsen Bäume, da ist ein Wald. Ich höre hier auch gerade ziemliche creepy Musik. Hinter dir! Was? Hinter was? Dir. Scheiße. What? Ich hab's gerade gesehen. Was? Das war in 2 Sekunden, weil ich hier nicht von unten von hinten geschubst hat. Wie asozial! Oh das nee! War gar nicht. Du stehst da am Rand, wir gucken da so runter. Ich denke mir, okay, ja, gut. Und auf einmal, bam. Aha. Ist aber nicht sicher. Jetzt bin ich wieder Level 0, weißt du? Level 0. Unglaublich. Dieses blöde Drecksvieh. Ich hasse diese Wespen. Hinter mir ist schon wieder was. Ich hör's. Ich hör's. Junge, Junge, Junge. Verpissen Sie sich bitte, Wespe. Verpissen Sie sich. Aha. Ich glaube, mit Nettigkeit kommst du da nicht weiter. Also, ja, stimmt. Sie ist sehr, sehr nett. Verpissen Sie sich bitte. Ah. Wo bist du? Ich bin da, wo du runtergefallen bist. Ich bräuchte Backup, ne? Ich bin ja quasi instant tot, wenn mir eine Wespe begegnet. Warte, ich bin auf dem Weg. Ach, da hinten bist du. Hinter dir ist eine, die kannst du direkt mal killen. Ah ja. Noch eine hinter dir, Vorsicht. Erstmal was essen. Ja. Hier müssen wir uns irgendwie runterbauen. Runter. Oder da hinten, ja. Hat irgendwo. Ja, hab ich's versucht.
Sehe dich nicht mehr. Ah, da. Boah, diese blöde Wespe, ne? Boah, hier summt's schon wieder. Boah, das ist wie in echt, ne? Das regt mich richtig auf, dieses Gesumme. Ja, das Summe. Ist richtig nervig, muss ich auch sagen. Dieser Lavafall auf der rechten Seite, ach du Scheiße. Oha. Meinst du, wir kriegen da unten coole Bäume? Ja, ich sehe es nicht so richtig, aber da wachsen Bäume. Hm. Aber über uns ist auch ziemlich viel Grünzeug, ne? Schon mal geguckt? Stimmt. Oh, Wespe, Wespe! Fuck! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Jetzt stehe ich hier am Abgrund, weißt du, mit dem Rücken zur Wand und warte auf dich. Oh nein. Bringst ein bisschen Erde mit und ein Schwert für jeden vielleicht. Ja, ja. Soll ich doch mal ein Diamantschwert machen, oder? Wie du Bock hast. Wir haben jetzt erstmal genug Diamanten. Also für mich reicht auch ein Eisenschwert. Aber ich stehe hier gerade safe. Keiner kriegt was von mir mit. Wir können auch die Folge beenden. Okay. Dann sehen wir uns hier, denke ich, nächste Folge wieder. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sterben dann fröhlich weiter. Genau.